Ich habe mich nun jetzt schon wirklich lange mit dem Thema der VPN-Anbieter beschäftigt und möchte euch jetzt sagen, wer der Beste ist. Naja, so einfach ist es nicht. Den Besten gibt es wahrscheinlich nicht, weil jeder ja andere Anwendungsszenarien hat. Wie ihr seht, habe ich hier eine Liste erstellt mit so ein paar Kriterien, die für mich zumindest wichtig sind. Wichtig ist mir natürlich, dass keine Logs erstellt werden, dass im Falle, wenn der Server beschlagnahmt wird, dass dort die Polizei oder sonstige Behörden nichts finden. Dann sollte natürlich der Traffic unlimited sein, also dass ich keine Begrenzungen habe, wie ich den VPN nutze. OpenVPN sollte unterstützt sein, das ist so ja Standard bei VPN. Und dann gibt es natürlich noch das Problem, dass die IP liegen kann. Das kann durch WebRTC oder DNS passieren und auch dagegen sollte zumindest unter Windows die Software schützen. Dann habe ich hier noch ein bisschen ein exotisches Kriterium, nämlich Deep Packet Inspection Bypass. Was bedeutet das? Naja, da geht es darum, dass man aus Firewalls rauskommt, die ziemlich aggressiv VPNs blocken wollen. Nämlich zum Beispiel die chinesische Firewall oder auch die türkische, die russische, die Vereinigten Arabischen Emirate. Also es gibt eine ganze Reihe an Ländern, die versuchen, VPN-Verbindungen zu unterbinden. Und nicht nur Ländern, mir ist das zum Beispiel auch am Flughafen passiert. Die haben das auch gemacht. Und man darf nicht vergessen, dass diese Firewalls einfach Cisco-Firewalls sind, ganz normale. Und die werden halt immer leistungsfähiger und am Ende wird das großflächig irgendwo eingesetzt bei privaten WLANs oder sonst wo. Das muss gar nicht sein, dass jetzt Deutschland anfängt, das zu zensieren, aber es gibt immer mehr private Dienstleister, die sich das leisten können, sagen wir mal Hotel-WLANs zum Beispiel, die einfach keine Lust haben, dass ihr über ein VPN reingeht. Wie gesagt, ich habe es schon am Flughafen erlebt. Da bin ich nur noch mit S-Tunnel reingekommen. Und S-Tunnel ist genauso eine Technik, die es ermöglicht, an der Deep Packet Inspection vorbeizukommen. Es gibt noch andere Techniken. Mir im Grunde egal, welche eingesetzt wird. Wichtig ist mir nur, dass eine eingesetzt wird. Zudem ist mir natürlich wichtig, dass der Anbieter eine eigene Software anbietet. Denn diese ganzen Sachen wie DPI Bypass, WebRTC und DNS Leak Protection geht natürlich nur mit eigener Software. Dann gibt es die Anzahl der Verbindungen. Die sollte so mindestens bei 2 liegen. Das heißt, wenn man sein Handy verbindet, und sein PC, da sollte es keine Probleme geben. Wenn jetzt dein Anbieter nur eine Verbindung erlaubt, dann kann ich schon halt mit 2 Geräten nicht gleichzeitig reingehen. Das finde ich ziemlich ärgerlich. Dann habe ich hier diese All-Green-Spalte und das wäre dann der Fall, wenn alle Kriterien, die ich gerade aufgelistet habe, auf grün stehen in der Liste, dann wird auch dieser Punkt grün. Das erleichtert ein bisschen die Übersicht. Und genau diese VPN-Anbieter schauen wir uns jetzt mal der Reihe nach an, ob da eine der Beste ist zum Beispiel. Also ich war eigentlich immer ein großer Fan von AirVPN. Das ist nach wie vor auch ein guter Anbieter, denn da kann man viel einstellen, da werden alle Sachen unterstützt, die mir wichtig sind. Es ist ein schneller VPN. Da gibt es eigentlich nicht viel zu meckern. Was es zu meckern gibt, ist der Support. Und der ist wirklich grottig. Der kümmert sich überhaupt nicht ernsthaft um Probleme. Tickets sind einfach als gelöst markiert, wo ich gar keine Antwort auf ein Ticket bekommen habe. Und meine Anfragen, würde ich sagen, die waren schon berechtigt gewesen. Zum Beispiel komme ich bei posteo.de ist mein E-Mail-Anbieter über bestimmte Server von AirVPN nicht an den SMTP-Port, nicht den SMTP-Port 25, sondern den SMTP-Port 587. Das ist der verschlüsselte SMTP-Port. Und ich habe auch schon bei Posteo nachgefragt, die sagen, sie blocken nichts. Und es ist auch nur der Fall bei litauischen Servern von AirVPN. Das habe ich genauso Posteo gemeldet und habe das auch AirVPN gemeldet. Posteo hat mir glaubhaft versichert, dass sie nichts blocken. Und das glaube ich auch, denn alle anderen Protokolle haben ja funktioniert. Also ich konnte meine Mails ganz normal über IMAP abrufen, würden die jetzt die IP blockieren von dem Server, würde das auch nicht gehen. Dass sie jetzt eine bestimmte IP auf einem bestimmten Port blockieren, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Deshalb kann ich mir nur vorstellen, dass AirVPN die Verbindung zu diesem SMTP-Port blockiert hat. Es gibt auch andere VPN-Anbieter, die das tun. Die sagen dann aber ganz klar, bitte macht ein Ticket bei uns auf, wenn sowas auftritt. Dann gucken wir, dass wir diese Sperre aushebeln. Es kann natürlich auch sein, dass das Rechenzentrum, das AirVPN benutzt, diesen Port blockiert und AirVPN das zwar nicht wissentlich tut, aber halt doch indirekt tut. Und da hätte ich natürlich erwartet, dass da ein bisschen Hilfe kommt. Da kam gar nichts. Kommen wir zu LiquidVPN. Ja, den habe ich noch gar nicht getestet, deshalb kann ich dazu gar nicht viel sagen. Ich weiß nur, dass er diese Features wohl alle unterstützt. Den Test werde ich demnächst nachholen. Mulwatt habe ich getestet, war ich nicht sehr begeistert von der Bedienung, deshalb gefällt er mir auch nicht gut. OVPN ist auch ein sehr guter VPN, allerdings gefällt mir auch da die Bedienung nicht. Einer der besten ist auf jeden Fall Perfect Privacy. Da ist die Bedienung, gibt es an der Bedienung nichts zu meckern. Es werden unendlich viele Verbindungen im Grunde unterstützt. Die haben Firmen sitzt in der Schweiz. Das einzige Manko bei Perfect Privacy ist der Jahresbeitrag von 124,95 €. Aber ansonsten gibt es da wirklich nichts auszusetzen. Der nächste, der mir sehr gut gefällt, ist
securevpn.to. Der ist auch deutlich günstiger als Perfect Privacy. Der S-Tunnel wird dort noch Ende des Jahres, ist geplant, integriert in die Software. Also den S-Tunnel gibt es schon, den muss man nur manuell einrichten. Dazu gibt es eine Anleitung, das ist nicht besonders schwierig. Aber in der Software ist es natürlich schöner, aber das findet wohl dieses Jahr noch statt. Auch bei SlickVPN lässt die Bedienung zu wünschen übrig und es gibt halt nicht viele Features, die ich mir als Nerd gerne wünsche. Auch Torguard unterstützt alle Features, die mir wichtig sind, aber auch hier die Benutzerfreundlichkeit lässt zu wünschen übrig. So kommen wir zum letzten VPN, das ist Windscribe VPN. Auch da sieht eigentlich alles ganz gut aus, ist ein recht teurer. Was mich da aber gestört hat, war, es gibt einen Free VPN, das heißt, man kann da kostenlos den VPN benutzen. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Nutzer zahlen mit ihren Daten, wie man das ja von Google kennt, oder die Bezahlnutzer zahlen für die Free-User. Das finde ich beides kein gutes Modell. Deshalb kommt Windscribe für mich auch nicht in Frage. Jetzt bin ich öfters mal darauf eingegangen, dass die Benutzerfreundlichkeit nicht stimmt. Ja, was meine ich damit? Also, wenn ich ein VPN habe auf Windows, möchte ich meinen PC hochfahren. Der VPN soll sich im Hintergrund einfach connecten. Ich will ein kleines grünes Lämpchen sehen in der Taskleiste, dass der VPN verbunden ist und fertig. Mehr möchte ich mit dem VPN nicht zu tun haben. Und ich möchte auch sicherstellen, dass wenn die Verbindung verloren geht, dass es da so eine Art Killswitch gibt, dass nichts nach außen geht. Und auch wenn ich mal was anderes einstellen will, dann muss das unkompliziert gehen. Ich möchte mich nicht mit dem VPN den ganzen Tag beschäftigen, bis der läuft, so wie ich mir das vorstelle. Also zum Beispiel hatte ich schon VPNs, da muss man Texte editieren oder Text-Config-Files editieren, damit man das so hatte, wie man möchte. Also von daher bin ich jetzt eigentlich bei Perfect Privacy und SecureVPN.io hängen geblieben. Der VPN ärgert mich, wie gesagt, der Support. Da habe ich zwar noch einen Account, werde ich aber jetzt nicht mehr benutzen. Die Gründe habe ich genannt. Und wechsle jetzt ab sofort zu SecureVPN.io. Da wurde mir ein kostenloser Account zur Verfügung gestellt. Da wird es jetzt auch in Zukunft noch ein paar Videos drüber geben.